Heute gibt es etwas ganz Besonderes und zwar, wir haben eine kleine Premiere, denn vor Release können wir dieses schöne Set öffnen und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ja, hier sind drei neue Archetypes drin. Das bedeutet, wir haben neue Themendecks. Zum einen ein Pendulum-Deck-Thema, zum anderen ein Wasser-Ungeheuer-Thema und zu guter Letzt Reptilien. Und ja, Leute, Reptilien hat lange nichts bekommen. Jetzt endlich hier drin gibt es eben einen neuen Archetype und ebenfalls auch ein paar coole ältere Karten, die man eben kennt. Und ja, wir fangen einfach mal an. Wir haben hier 24 Booster mit 7 Karten jeweils. Und wir haben hier Collector's Rare drin, was ziemlich, ziemlich cool ist. Und ich hoffe natürlich, wir ziehen auch eine. Wäre natürlich sehr, sehr geil, wenn ihr eben eine Collector's Rare ziehen würdet. Und hier sehen wir schon das neue, den neuen Archetype eben von Ungeheuer Krieger, beziehungsweise Ungeheuer eben mit Wasser. Ja, können sich alle spezial beschwören. Ist ein Empfänger- bzw. Nicht-Empfänger-Thema. Das bedeutet also, hier gibt es auch Synchro-Monster drin, was ziemlich, ziemlich cool ist. Ebenfalls hier, das ist hier jetzt der Reptil-Archetype. Und hier nochmal schön, Willenkobold auch sehr nett. Scharnreptil, sehr geil, dass die hier drin ist. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und Venominaga als Rare, okay. Venominaga hier als Rare drin. Ja, hat ja schon, es gibt ja schon Secret Rare Print etc. Und hier als Super Rare ebenfalls das neue Thema, eben rund um Wasser bzw. Ungeheuer. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr geil. Und ja, Leute, Venominaga, ne? Ich sag mal so, ein Monster, was einfach das, ja, Duell gewinnen lässt. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Hier kommen wir zum Pendel-Thema. Die Scales basieren darauf, ob gerade oder ungerade. Ist etwas Neues, finde ich den Ansatz auch sehr cool. Wirre Augen hier nochmal, ebenfalls sehr, sehr cool. Und Topf, ebenfalls hier drin. Und wir haben hier, Harmonie. Ist nicht die Zauberkarte, die ich haben will. Ich will unbedingt von denen die Zauberkarte haben. Denn es gibt eine Zauberkarte, die einfach die Scale komplett macht. Also du darfst einfach zwei Scales aktivieren. Was sehr, sehr cool ist. Hier jetzt wieder ebenfalls Ungeheuer Krieger Wasserthema. Lüster Pendel auch nochmal drin. Pankotops, auch sehr cool natürlich. Ich hoffe hier, Schaden gleich habt ihr nochmal. Sehr geil. Lichtschlange, auch sehr, sehr cool. Ja, gab es lange auch nichts aus dieser Front und wir haben hier, oh, Reptil, oh, sehr schön. Bisher noch nicht die Karten, die wir wollen. Wir wollen auf jeden Fall hier die Scale haben, also die Zauberkarte, die bei den Scale komplett macht. Und vielleicht, böser Drache, auch sehr cool. Schildermeister und vielleicht eine Collector's Rare. Das wäre natürlich nochmal richtig krass. Und, ja, die ist auch sehr cool. Oh ja, das ist, wenn sie angreift, dann, was war das nochmal genau? Du gehörst zu der Hand. Ah, nee. Entschuldigung. Das war die, die einfach Zauber oder Falle searcht, was sehr gut ist. Ich glaube, die Falle haben wir noch gar nicht gezogen. Haben wir die Falle bisher gezogen? Nee, die Falle bisher nicht. Leute, wir wollen jetzt auch die Falle ziehen. Also, wenn wir sie schon haben, dann wollen wir auch die Falle ziehen. Komm. Wir wollen die Falle. Später, bitte, gib mir die Falle. Opfern für die Schlangengottheit. Sehr geil. Sehr, sehr gut und passt natürlich zu Venominaga perfekt. Ebenfalls hier wieder Pendel Archetype. Und, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ah, das ist mit einem Monster opfern. Wir wollen König oder Queen ziehen. Also wenn, Königin und König ziehen, komm. Oh, König. Nicht den König, den wir haben wollten. Aber wir haben einen König gezogen. Immerhin. Und zwar, ja, Venominon. Sehr cool. Noch ein Panker. Auch sehr nett. Auch hier. Das ist cool. Und zwar was Einzigartiges. Und zwar, wenn ein themeneigenes Monster zerstört werden würde durch Kampf, dann wird der Effekt aktiviert. Und zwar, der Gegner muss Karten wegmischen, bis er nur noch 7 hat. Hand, Feld und Friedhof. Ey, das ist schon, das ist ein ganz neuer Ansatz. Finde ich sehr, sehr cool. Nochmal opfern. Cool. Schlangenring. Ja. Okay. Sorry, ich wollte auch drei Schlangenriegen haben. Schlangenriegen, ja, sehr cool. Und nochmal Harmonie. Harmonie ist gut, aber wir wollen, wie gesagt, noch die andere Zauberkarte mitnehmen. Eine Zahlungsname schon die zweite. Ich habe ja gesagt, man kann mit der einen Zauber- und Feinkarten suchen. Hiermit, das ist die Falle. Man will diese Falle suchen. Ganz klar, denn wenn ihr eine gerade und ungerade Scale habt, wähle eine Karte, die den Gegner kontrolliert und zerstöre sie. Sehr, sehr geil. Oh nein, da habe ich schon gespoilert.
Hupsala. Also sehr gut. Die searcht ihr, settet sie natürlich dann und ja, können einfach eine Karte zerstören. Sehr, sehr gute Karte. Ausstieg, hier auch neu drin und. Habe ich ja schon gespoilert gerade. Tut mir leid. Aber Falle haben wir gezogen. Sehr gut. Noch zwei Schlangenregen. King und Queen vielleicht noch. Oh, also Artwork-technisch wieder Hammer. Hammer. Lichtschlange, zweite. Sehr gut. Kriegen wir die dritte noch. Den Zahlungsname, auch dritte. Die erste Ultra, oh ja. Oh mein Gott. Oh ja, wir haben den Oberherrscher. Oh, natürlich eine King-Cobra. Sehr geil. Drei Tributmonster, dann können wir den Spezialbeschwörer vom Friedhof. Und sie sagt einfach mit einem Schnelleffekt, was natürlich sehr, sehr geil ist, kann so alle Monster auf dem Spielfeld auf den Friedhof legen, außer offene Monster, die als Spezialbeschwörung von Friedhof beschworen worden sind. Da er selber auch im Friedhof kommt, bleibt er. Geil. Einfach King Cobra. Also, es ist nicht King Cobra. Es ist Oberherrscher. Sehr, sehr geil. Also, die legen wir auf jeden Fall raus. Oh nein. Da haben wir einfach den Ignis da weggelegt. Venominaga. Oh. The Combo. Oh, Schädelmeister. Der zweite auch. Und, nochmal der Searcher. Hier, damit searchen wir, wie gesagt, die Falle. Sehr cool. Können wir eigentlich auch mal rauslegen. Allgemein, am Ende kommt nochmal kleine Zusammenfassung, was meine Highlights sind hier an dieser Stelle. Und die Konterfalle für das neue Pendelthema. Böser Drache nochmal. Inzahlungsnahme. Inzahlungsnahme ist aber hier ziemlich aber häufig. Und, nochmal die Harmonie. Oh, hier auch wieder sehr, sehr geil. Verschiedene Artworks in den Boostern. Gefällt mir sehr. Und wir haben sogar ja bisher, ja, wir haben dieses Covermonster gezogen. Sehr cool. Feuerritter und Schädel. Ja, der dritte Schädelmeister. Aufstieg. Kobalt und nicht Queen, nicht King. Aber hier ist schon die Schlange drauf. Ja, komm, da ist doch jetzt die Königin. Königin oder König drin. Komm. Bitte, Wirraugen, ich glaube, zweiter auch. Opfern, auch ganz nett. Haben wir jetzt, glaube ich, auch Play. Venominaga. Ja. Aber kein King und keine Queen. Wir können mal eben hier nochmal schnell im Durchlauf die Karten hier, das war die erste Hälfte, by the way, rauslegen, die ich super interessant finde hier einfach. Lichtschlange auch sehr cool. Lichtschlange definitiv. Die Falle, wie gesagt, das ist die Falle, die eben gesearched wird. Schlangenregen natürlich super gut. Und dann haben wir hier noch, was hatten wir noch? Genau, den Searcher nochmal. Und noch ein Schädel und noch eine Lichtschlange. So, das sind für mich meine persönlichen Highlights bisher. So, das hier sind meine persönlichen Highlights. Also bisher dreimal eben Schädel, zweimal Lichtschlange, wollen wir auf jeden Fall nochmal. Schlangenregen einmal, wie gesagt, ist ja nur die erste Hälfte. Dann eben so. So haben wir es. Komm, der Oberherrscher muss darüber sein, weil er ist der Oberherrscher. So, kommen wir zur anderen Hälfte. Da hoffe ich jetzt auf King oder Queen. Wäre schon sehr, sehr geil. So, weiter geht's, ja. König. Und, nochmal die Falle. Sehr gut. Nochmal die Falle. Können wir nochmal hier rauslegen. Und weiter geht's. Und, Überrest. Auch. Das ist ein guter Starter. Das ist Normal Summon Search sehr gut. Also ist für den Archetype sehr, sehr gut. Also bei Normal Summon oder sogar Special Summon, ne? Das war sogar Normal oder Special Summon, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Normal oder Spezialbeschwörung. Also nochmal deutlich, deutlich besser hier natürlich. So, Konterfalle. Die, oh nein! Und, oh, ja, da ist sie! Da ist sie. Eleganz. Perfekt. Eleganz, die einfach lege zwei Panel-Monster, eine mit ungerade, eine mit gerade, in den Panel-Bereich, von dein Deck, in die Panel-Zone. Natürlich nur die themeneigenen. Sehr, sehr wichtig. Super Karte auf jeden Fall. Ja, die braucht man auf jeden Fall. Sehr gut. Ich meine, Pendulum braucht immer die Scales. Damit habt ihr die Scales. Also, let's go. Schlangenring. Ja, Schlangenring. Die zweite. Boah, Leute. Schaffen wir Playset? Schaffen wir das? Für Augen, eigentlich Mist. Und, ja. Wasserlilie. Das ist für Reptilien-Archetype auch super. Und der Fokus verlässt uns hier. Und sehr gut. Lege ein Reptilmonster von deinem Deck auf den Friedhof. Dann, falls du 5 oder mehr Reptilmonster mit unterschiedlichen Namen im Friedhof hast, kannst du ein Reptilmonster als Spezialbeschwörung von Friedhof beschwören. Auch theoretisch.
unseren Oberherrscher. Also sehr gut hier an dieser Stelle. Ich bin gespannt, was hier noch so kommen mag. So, Topf. Und, oh, Lichtschlange, die dritte. Und, oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, mein Gott. Das Synchro. Also eins der Synchro. Es gibt ja genau zu sein drei hier. Das ist eins, ja, ein Synchro-Monster eben von dem neuen Wasser-Archetype mit Ungeheuerkrieger. Sehr geil. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Übrigens, sehr interessant, es ist ein Synchro-Monster, was du nicht Synchro beschwörst. Denn es steht auch, kann nicht als Synchro-Beschwörung beschworen werden. Sehr funny an dieser Stelle auf jeden Fall. Also ihr könnt sie beschwören, indem ihr eben die richtigen Elemente auf den Friedhof legt. Auch hier, ja, das war das mit den 7 Beschränken, was auch ziemlich, ziemlich cool ist. Und Gleiter. Gleiter auch sehr, sehr nett. So, wir haben noch ein paar. Noch ist nichts vorbei hier. Pendel, Schlangenring. Ja, Nummer 3. Nummer 3 nehmen wir mit. Gerne, 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 gerne. Nummer 3. Sehr, sehr geil. Und, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Das ist Searcher. Searcher für das Deckthema. Kann euch ein Monster aus dem Deck suchen. Auch top. So langsam haben wir Platzprobleme. So langsam haben wir Platzprobleme. Aber wird noch. Geht noch. Weiter geht's, ja. Wirre Augen. Schadenreich Reptil. Ich finde die Narben sehr geil. Auf jeden Fall. Und. Oh yeah. Ebenfalls Searcher. Wir ziehen alle Searcher. Searcher für das Panel-Thema. Mit ihr könnt ihr einfach ein Panel-Monster searchen. Das heißt zum Beispiel diesen Searcher. Der Searcher sucht den, der sucht den. Sehr geil. Sehr geil. Sehr gut. Nehmen wir mit. Weiter geht's. Wir haben hier noch 5. 5 Stück. So. Feuer. Schlange. 4. 4. Okay. Kein Problem. 4 ist auch okay. Den hatten wir schon, oder? Nee, hatten wir noch nicht, ne? Nee, auch cool. Aber nicht den, der elementar ist. So, die Falle nochmal. Oh, Playset-Falle. Ich würde die Falle jedoch nur einmal spielen, aber sicher, sicher. Oh, da haben wir den König. Den König übernommen. Und, der Gleiter. Der Gleiter auch. Sehr, sehr cool. Letzten drei. Letzten drei. Venominaga nochmal. Weiter geht's. Wirraugen. Nochmal die Counter. Topf und. Oh ja. Sie cycelt durch euer Deck, denn ihr könnt einfach ein anderes tributieren. Oder sie selber. Und dann Stufe 2. Höher oder niedriger. Nee, Entschuldigung. Scale, ne? Du kannst Monster als Root anbieten. Quasi siehst du, ist Beschwörer. Genau. Mit einem anderen Scale, höher oder niedriger. Sehr, sehr cool. Komm, den packen wir auch hier hin. 2 noch. 2. So, let's go. Und Panker. Und Schaden der Herdier. Und ja! Oh mein Gott, schaffen wir noch eine dritte? Bitte, bitte. Oh ja, Eleganz dreimal. Bitte, bitte, bitte. Eleganz dreimal wäre Traum. Komm, noch eine Eleganz. Bitte. Bitte noch eine Eleganz. Das wäre. Oh, noch ein Lichtschlang. Yeah. So, bitte. Bitte. Bitte, bitte. Anta. Schädelmeister. Nett. Und. Das andere Synchro. Das andere Synchro noch hinterher. Da haben wir schon beide. Leider fehlt uns das Level 1 Synchro. Aber beide Synchro schon mal. Und wir können hier eben ein bisschen durchgehen. Sup. Ich sortiere es eben ganz, ganz, ganz schnell. Sup, 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 sup. Sup, 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 sup. Fertig ist das Ganze sortiert. Und können das Ganze hier nochmal ganz in Ruhe durchgehen. Wie gesagt, Synchro, also der Archetype basiert auf Synchro, ohne Synchro zu beschwören. Auch sehr, sehr geil. Der Searcher und 2 Synchros. Wie gesagt, Level 1 fehlt noch. Aber kein Problem. Reptil haben wir am meisten gezogen. Wir haben den Oberherrscher. Keine Königin und kein König. Schade. Aber die Zauberkarte. Den Searcher auch sehr gut. Schlangenregen gleich 4-mal, sehr, sehr leicht. Und Lichtschlange auch 4-mal. Sehr, sehr gut. Dann haben wir hier den Pendulum-Archetype, wie gesagt, cycelt durch, sehr gut. Ebenfalls der Searcher. Also Searcher ist ein Monster.
search euch eine Zauber und Falle. Nehmt ihr das. Das, also ihr wollt sie natürlich Pendel beschwören, ne? Ist, glaube ich, klar. Zwei Eleganz, hätte gern drei gehabt. Dann nochmal viermal Schädelmeister. Auch sehr, sehr cool an dieser Stelle. Und das war das kleine Set. Ja, hier ein kleiner Überblick nochmal von den Karten, die wir eben hier gezogen haben. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und ich wünsche euch dann auch viel Spaß beim Duellieren und bis bald.